Ich bin Walter Schinhammer, 28 Jahre alt, gelernter Kaufmann. Ich arbeite als Angestellter in der Brauerei von Herrn Ziegelmeier, dem Vorsitzenden des Feuerwehrvereins. Seit ich Christine kenne, hat sich einiges in meinem Leben verändert. Aber das ist ein Kapitel für sich. Leitet Eduard den Einsatz. Was ist denn überhaupt los? Brand im Waldhaus heißt die Übung. Das Feuer soll in der Küche ausgebrochen. Übung, das hättest du mir aber auch gleich sagen können. Das muss ja schließlich geheim bleiben. Sag mal, Anton, habe ich eben richtig gesehen, dass der Walter Schinhammer das LF8 wird? Ja. Besonders? Persönlicher Wunsch von unserem Vorsitzenden. Ach so. Ja. Blaulicht, du fahr doch durch, Mensch! Ist doch gut. Lass ihn doch mit! Verdammt nochmal. Ruhig, Walter, ruhig. Warum bist du denn nicht durchgefahren? Der musste doch halten. Ich dachte, der sieht uns nicht. Ach, Blödsinn! Jetzt langt's, Walter, mach Schluss für heute. Ich wollte nur noch die Abrechnung fertig machen. Morgen ist auch noch ein Tag. Kümmer dich mal um deine Christine. Die ist doch in Würzburg bei ihrem Sprachkurs. Schau, dann hol sie doch ab. Herr Ziegelmeier, was ich noch mal fragen wollte. Ich habe doch jetzt schon ein paar Monate den Führerschein 2. Und Sie haben mir doch versprochen, dass ich dann auch mal das LF8 fahren darf. Versprochen habe ich gar nichts. Naja, aber Sie haben gesagt, wenn ich genug auf dem Fahrzeug geübt habe, dann dürfte ich doch mal im Einsatz fahren. Und du meinst, du hast genug geübt? Ja, fast jedes Wochenende. Ich verstehe gar nicht, warum du so scharf drauf bist. Aber ich spreche noch mal mit Blele drüber. Wo sind die denn? Wir sind über aller Berge. Komm, die müssen noch vor uns sein. Kaisersaal hier. Das ist ja schön. Mhm. Da hat ein Architekt und ein Freskenmaler und ein Stuckateur, die haben zusammengearbeitet und haben so Bilder angefangen zu malen und dann in ein Relief übergehen lassen. Das ist ganz schön, das kann man sehen da oben. Oh ja, schön. Und woher wissen Sie das alles? Aus der Schule noch. Ich habe mich mal besonders dafür interessiert. Und jetzt fahren Sie Bier. Bier? Ich arbeite im Büro, ich mache die Disposition. Müsste ich nur Bier fahren. Füllt sich das aus? Ich verdiene ganz gut. Naja, die Chancen, da weiterzukommen, sind auch ganz gut. Ich weiß nicht, ich mag eigentlich Menschen nicht, die so jung schon zufrieden sind und glücklich sind. Was heißt eigentlich? Naja. Was? Eigentlich. Mir kommt das so vor, dass Sie erst zufrieden sind, wenn Sie die Leute umgebaut haben oder verändert haben, so wie Sie es haben wollen. Naja, wenn es sein muss. Thank you.
ist kein Geheimnis, kann jeder hören. Der soll mal zeigen, was er gelernt hat, der Walter, was? Ja, das soll er mal. Walter, gib Stopp, hier kannst du sie einholen. Komm mir doch auf, jetzt ist doch keine Rallye hier. Ja, ich krieg sie schon. Guck mich an, du, hier bei dem Wetter. Ich denke, dein Kurs ist um 4 zu Ende. Du, der Dozent hat mir noch was erklärt, was ich nicht verstanden habe. Ah, kriegst jetzt Privatunterricht. Ja. Tut mir leid. Lass uns einen Kaffee trinken, ne? Okay? Na gut, na gut. Hat uns denn dieser Idioten ihn noch durchgelassen? Wenn wir so langsam hinterhergetrödelt kommen. Lass doch, Fritz. Walter, komm, stell den Motor an. Tag. Tag, warum bist du nicht reingekommen? Du, ich muss mich beeilen. Kommst du mit zum Bahnhof? Was, schon wieder? Na, was heißt schon wieder? Du kennst doch meinen Stundenplan. Montags, Mittwochs und Freitags ist der Sprachkurs. Wir haben kaum noch Zeit füreinander. Andauernd diese Hetzerei. Na komm, ich beschwere mich auch nicht, wenn du zu deiner Feuerwehr bist. Sitzen wir hier wie die Hornochsen. Du schaffst aber auch alles. Jetzt haben die uns wirklich abgehängt. Das war eben Pech. Pech, Pech. Ich verstehe einfach nicht, wozu du hier Fremdsprachen brauchst. Eine Geschäftsstelle von der Mainpost bestimmt nicht. Mit wem willst du hier in Karlstadt Spanisch oder Französisch reden, ne? Das habe ich schon 100 Mal gehört. Von dir, von meinem Vater, von meinem Chef. Ihr könnt euch auf den Kopf stellen, ich mache mein Dolmetscher-Examen. Und außerdem, wer sagt denn, dass ich mein ganzes Leben hier verbringen will? Und wie soll das mit uns weitergehen? Dich zwingt doch auch niemand, hier rumzuhocken. Und der Ziegelmeier nützt dich bloß aus. Und dieser Typ, der hinter dir her ist, ist der auch wieder dabei? Dieser Dozent oder was der ist? Ach Walter, das ist doch ganz harmlos. Mein Zug kommt. Kommst du nach dem Kurs noch vorbei? Ja, wenn es nicht zu spät wird. Tschüss.
lieb. Hast du lange gewartet? Nein, nur zwei Züge. Fahren wir zu dir nach Haus? Mhm, wenn du willst. Ich hab dir furchtbar viel zu erzählen. Er hat gesagt, er kennt die Chefs, die die Dolmetscher und Hostessen einsetzen. Weißt du, auf den verschiedenen Messen in Hannover, Frankfurt und München. Da könnte ich eine ganze Menge verdienen. Ja, jedenfalls mehr als hier. Danke. Als Dolmetscher oder als Hostess? Ja, das ist doch egal. Hostessen müssen auch Sprachen können. Jedenfalls kann er mir was besorgen. So, sagt er. Ja. Sag mal, so ein Dozent, der muss doch auch für andere Studenten da sein, oder? Ja, ist er doch auch. Mir kommt das so vor, als ob er sich ausschließlich mit dir beschäftigt. Oh, Walter, fang doch nicht schon wieder damit an. Dann hör doch auf, mir die Ohren voll zu quatschen von diesem Scheißdozenten. Ich kann das nicht mehr hören. Und du fällst doch noch rein auf diesen faulen Zauber. Du kannst mir doch wirklich nicht erzählen, dass der nur als Dozent an dir interessiert ist. Dann frag mich doch auch nicht immer aus. Du willst ja immer alles ganz genau wissen. Mensch, Walter, jetzt übertreibst du es aber. Ich will wieder eine nach Hause. Was ist denn los? Hast du wohl plötzlich Schiss, was? Nichts ist los. Du hast mir einfach die Stimmung verdorben mit deiner ewigen Fragerei. Christine, ich habe das Gefühl, das ist nicht mehr so wie früher mit uns. Dass dir alles andere wichtiger ist jetzt. Unsinn. Ich habe dir doch erklärt, dass du dir was einredest. Aber irgendwas ist doch los. Immer wenn wir zusammen sind, dann bist du entweder zu müde oder nicht in Stimmung. Und immer bin ich schuld daran. Aber wenn dieser Typ in Würzburg nach dem Kurs mit dir noch ein Bier trinken gehen will, dann bist du nie zu müde und immer in Stimmung. Und das ist auch was ganz anderes. Wieso? Weil die mich so nehmen, wie ich bin. Du willst immer über mich bestimmen, als ob wir schon verheiratet wären. Und das ist doch Quatsch. Ich habe dir schon 100 Mal gesagt, komm und schau es dir an. Es ist so harmlos, es ist wie wenn ihr euer Bier trinken geht. Mann, wo fahren wir jetzt hin? Fahr grad aus und komm mir morgen früh erst an. Quatsch, ich kenn die Strecke. Wenn der Ziegelmeier hier nicht lang gefahren ist, hat er einen riesen Umweg gemacht. Das glaubst du doch selber nicht. Natürlich, der wird ganz schön aus der Wäsche gucken, wenn wir doch die Ersten sind. Entschuldige, Walter, diese Entscheidung musst du wirklich mir überlassen. Das weiß ich. Aber Sie haben versprochen, dass ich die Geschäftsführung übernehme, wenn Sie im Urlaub sind. Und jetzt setzen Sie mir doch wieder jemanden vor die Nase. Ich habe gesagt, wenn du genug Erfahrung gesammelt hast. Ja, habe ich das nicht? Ich habe extra den Managementkurs gemacht. Ich mache dauernd Überstunden. Trotzdem, Walter, ich bin der Meinung, wir sollten damit warten bis zum nächsten Mal. Versteht das bitte. Jetzt gerade ausfahren sollen. Ja, Unsinn. Ich fahr zurück. Ich kenne mich hier aus. Hier fahre ich immer mit Christine lang. Mensch. Komm, jetzt ist mir kalt. Kalt? Das ist eine Ausrede. Nein, das ist keine Ausrede. Doch, ist ja. Du kannst das ruhig sagen. Ich habe schon ganz weiße Finger schon. Dann steck doch die Hände in die Tasche. Nicht schlecht. Ich habe mir keine Zeit. Doch, ja. Du kennst dich nicht aus. Doch. Ja? Deine Taschen muss man sich auskennen. Nee, aber ich habe die Hände immer bei dir und darum weiß ich nicht, wo meine Taschen sind. Was mit
man jetzt noch mitnehmen? Ja? Alle. Oh. So bunte. Von den bunten. Ich bin enttäuscht. Ja? Fünf Eier. Sechs. Sechs gemischt. Mhm. Gibt's keine mit Gesicht? Alle Farben. Nein, die müssen sie schon selber drauf maulen. Machen wir selber. Sollte. Ich hab schon super Zeit. Alles klar. 1,50 bitte. Ja, wiedersehen. Ich freue mich, dass es heute geklappt hat. Ja, ich mich auch. Wir waren schon eine Ewigkeit nicht mehr schwimmen. Der Ziegelmeier hat ganz schön gekocht, als ich mir freigenommen habe. Das geht. Du musst dir bloß nicht mal alles gefallen lassen von ihm. Gib ihm Kontra. So gefällst du mir auch besser. Ja? Auch wenn ich mir von dir nicht alles gefallen lasse? Du von mir? Das bildest du dir ein. Manchmal macht's ja auch Spaß. Weißt du überhaupt, wo du hin willst? Ja, das weiß ich ganz genau. Aber du hast doch selbst gesagt, dass es nicht so wichtig ist. Wir könnten auch so zusammenleben. Dazu brauchen wir nicht verheiratet zu sein. Ja, das stimmt schon. Aber ich habe das Gefühl, dass du weg willst. Von hier vielleicht. Aber doch nicht von dir. Du bist manchmal so ängstlich. Wir könnten zusammen weggehen. Mein Gott, was hält dich denn hier? Ja, hast schon recht. Du, wollen wir nach Hause gehen? Das kommt davon, wenn man so aus Sesselfuß am Steuer lässt. Ja, ihr habt gewusst, dass hier alles voll Schlamm ist. Ihr wollt aber nicht hier langfahren. Ach, macht euch doch nicht verrückt. Das ist aber fein hingekriegt. Halt's Maul, du Klugscheiß. Hört doch auf. Da sieht ihr das doch an hier? Das seh ich doch. Jetzt geh ich mal ran, sonst sitzen wir morgen früh noch hier. Hau ab jetzt, sonst passiert was. Das mach ich. Komm. Den kriegen wir schon raus. Walter, ruf erst mal Ziegelmeier an, sonst denken die, wer weiß was. Ja, die werden sich totlachen. Fritz. Hast du sowas schon gehört? Ja. Prost. 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 Julia Kratzer, die Reflexe von Julia Kratzer, 11.8. Ziegelmeier, bitte melden, komm her. Ziegelmeier. Hier, Ziegelmeier. Was ist, Walter? Kommen. Wir sitzen hier fest im Schlamm. So ungefähr anderthalb Kilometer vom Walter. Was? Ihr sitzt fest? Wir reden noch ein Wörtchen zusammen. Wir versuchen, so schnell wie möglich rauszukommen. Wir brauchen euch nicht mehr. Wir sind schon am Löschen. Die Übung ist vorbei. Was? Das war eine Übung? Jawohl. Sieht zu, dass ihr da rauskommt. Sonst ziehen wir euch raus.
Ende. Na, der kriegt von mir was zu hören. Wer hat denn den überhaupt an Steuer gesetzt? Das war ich. Hast du ja fein hingekriegt. Ja, tut mir leid. Ich bin den kürzesten Weg zum Waldhaus gefahren. Du hast nur einen Fehler gemacht. Du bist nicht angekommen. Konnte ich denn wissen, dass da alles überschwemmt ist? Das ist dein Pech. Das fährst du jedenfalls nicht zurück. Naja, das war eine Gnade, dass ich das mal fahren durfte. Ob hier einer was darf oder nicht, das bestimmen Sie. Ganz egal, was die anderen denken. Mir stinkt das langsam. Sag mal, bei dir piept's wohl, was? Ich hab das hierher gefahren und ich fahr's auch wieder zurück. Das lässt du schön bleiben. Du hast genug Mist gebaut. Entschuldige, Eduard, aber ich glaube, das wäre falsch. Wir haben dem Walter die Chance gegeben, er soll das auch zu Ende bringen. Ne? Na gut. Christine hat gelacht, als ich ihr die Geschichte erzählt habe. Der Ziegelmeier selber hat nichts mehr über den Vorfall gesagt. Aber er hat seit diesem Tag einen ganz anderen Ton mir gegenüber. Vielleicht ist mir das nicht gefallen. Immerhin ist er mein Chef.